kennen ja diese ganzen Menschen, die hier sind, nicht. Und ich habe die tatsächlich gestern alle kennengelernt und es ist so ein Zusammenhalt, auch übers Internet. Man kann auch Kollegen wegen Arbeitsabläufen fragen, wie machst du das, welches Material verwendest du? Und hier auch, ich habe heute Morgen auch mit einem Kollegen gesprochen. Man spricht hier Menschen an, die man so im Alltag nie treffen würde. Ja, liebe Zuschauer, das war Corinna Blunder, Malermeisterin aus München und bei Instagram als die Malermeisterin unterwegs. Sie ist Teil von Lust auf Handwerk, einer Community bei Instagram, die Handwerker aus verschiedenen Branchen untereinander vernetzt und das Image des Handwerks in der Öffentlichkeit verbessern will. Wir haben hier heute ein kleines Mikro-Community-Treffen organisiert. In der heutigen Lage ist es natürlich schon schwierig, sich in größeren Massen zu treffen. Es ist eine Bewegung. Es sind Menschen, die sich über Instagram, über dieses Social Media kennengelernt haben. Und ja, und das wird jetzt hier Realität. Die Realität zeigen, sich sichtbar machen, das sind die Ziele der Community von Lust auf Handwerk. Hier zeigen Handwerker aus verschiedenen Gewerken, was sie im Arbeitsalltag erleben und warum Handwerk cool ist. Zu zeigen, was junge und engagierte Handwerker erreichen können auf Social Media, um eine Community zu bilden und so das Handwerk ein bisschen zu vereinen. Das ist eigentlich so diese Außenwirkung. Handwerk kann cool sein, Handwerk kann Social Media, Handwerk kann Spaß machen. Es ist nicht nur eine staubige, dreckige Angelegenheit, sondern ist so ein bisschen Lifestyle. Ich mache immer so Zeitraffer-Videos, damit die Leute die Abläufe sehen, wie das genau funktioniert, wie ein Raum entsteht, wie die Gestaltung entsteht und dann eben schlussendlich das Bild, was entstanden ist und ja, was dann für mich stehen soll. Wir wollten eigentlich das ganze Handwerk irgendwie landen lassen auf einem Hashtag auf Social Media und das kannst du als Einzelperson nur bedingt oder schwierig und daher ist dieser Hashtag kreiert worden und ja, da sind wir ordentlich unterwegs, mittlerweile 2 Jahre knapp, 90.000 Beiträge sind schon auf dem Hashtag drauf und das alles aus dem Handwerk. Wir haben ganz tolle Menschen, Frauen im Handwerk, mega viel und das ist eine positive Werbung für das ganze Thema. Neben der Arbeit auch noch Content zu produzieren und sich zu vernetzen, das kostet natürlich Zeit, doch für Daniel Graupner lohnt sich der Aufwand. Und auch für Sebastian Kunkel spielen die Community und die gemeinsame Liebe für das Handwerk eine große Rolle. Also ich brauche tatsächlich für Beiträge relativ wenig. Ich verbringe mehr Zeit damit, andere Beiträge eben anzugucken oder halt meine Stories zu machen. Aber es ist es wert. Sowohl für die Community, also halt für dieses Zusammen zwischen den Handwerkern, als auch tatsächlich für den Betrieb. Es ist wie eine große Familie, das macht halt einfach Spaß. Also es sind wirklich alles so verrückte Handwerksfans wie ich selbst. Ja, und das Treffen der Community in Düsseldorf ist natürlich nur eine der Aktionen, die Lust auf Handwerk bisher on- und offline veranstaltet hat. Wenn es aber nach Christian Tschatschitsch geht, sollen da noch viele folgen. Wir dürfen also gespannt sein. Und auch Sie dürfen gespannt sein auf neue Folgen von Maler TV.